Wir kämpfen für eine gemeinsame Zukunft, für Solidarität und Verantwortung. Das Wort Kollaps beschreibt einfach viel besser, was da auf uns zukommt, als der Begriff Klimawandel, der eigentlich gar nichts aussagt. Von Klimawandel zu sprechen ist, als bezeichne man eine feindliche Invasion als unerwarteten Besuch. Das Problem für Afrika ist, dass der Diebstahl immer noch weitergeht. Was König Leopold damals mit dem Kautschuk gemacht hat, machen andere nun mit dem Öl. 100 neue Milliardäre kontrollieren ein Drittel der indischen Wirtschaft. Dahin geht das Wachstum. Die Zukunft der Eurozone sieht ziemlich düster aus, wenn Deutschland seine Haltung nicht ändert. Deutschland hat eine Führungsrolle inne bei der Durchsetzung von Austerität. Soll die griechische Marine auf Flüchtlinge schießen, wenn sie sich nähern? Oder wollen sie in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ein Konzentrationslager für Flüchtlinge schaffen, damit diese nicht nach Paris gehen können? Das ist das Bild einer zerfallenden Europäischen Union. Man versuchte, Occupy gewaltsam zu unterdrücken. Wissen Sie, wie viele tausend Protestierende in den USA verhaftet wurden? Wie viele Journalisten, die über Proteste berichteten, verhaftet wurden? Die Polizei ist dermaßen militarisiert, dass sie sich nicht mehr groß vom Militär unterscheidet. Wir stecken in einer systemischen Krise des kapitalistischen Weltsystems, das auseinanderfällt und tatsächlich sterben wird. Das Blöde ist, dass nur Gesellschaften, die relativ gleich sind, egalitär sind, also wo der Abstand zwischen Arm und Reich relativ gering ist, dass nur diese Gesellschaften eigentlich fähig sind zu einem Umweltschutz. Es sind keine unumkehrbaren Vorgänge. Es gibt jede Menge Proteste, die möglicherweise zu sozialen und politischen Bewegungen werden. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie und dass ihr so zahlreich da seid. Herzlich seid ihr vielleicht auch da, das weiß ich ja natürlich noch nicht. Das werden wir dann sehen. Vielleicht ganz kurz zum Ablauf der Veranstaltung. Wir wollen jetzt mit unseren Gästen, die wir gleich herzlich begrüßen werden, etwa eine Stunde auf dem Podium sprechen und werden dann auch ausführlich Zeit mit Ihnen und euch zu diskutieren haben. Wir haben das so gedacht, dass wir in drei Themen die Diskussion gliedern: Klima, soziale Gerechtigkeit und Frieden. David Gößmann, mein Kollege, und ich werden das zusammen moderieren. Ganz kurz zu mir: Ich bin Fabian Scheidler, ich habe vor 10 Jahren Kontext TV mit David zusammen gegründet. Ich bin freischaffender Autor, auch als Dramaturg und Autor am Gripstheater lange gewesen. Und ich stelle zunächst einmal Ulrike Herrmann vor, die ich sehr herzlich begrüße. Ulrike Herrmann ist Wirtschaftskorrespondentin der Taz und Autorin zahlreicher Bücher, zum Beispiel über den Selbstbetrug der Mittelschicht. Und zuletzt ist von ihr erschienen Deutschland, ein Wirtschaftsmärchen, ein sehr schöner Titel, wie ich glaube. Herzlich willkommen, Ulrike Herrmann. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin David Gößmann, ich bin Journalist, Buchautor und auch Mitbegründer von Kontext TV.
Und an meiner Seite ist Daniela Dahn. Daniela Dahn ist Journalistin, Publizistin und war nach der Wende Mitbegründerin, wenn ich richtig erinnere, des demokratischen Aufbruchs. Sie hat zahlreiche Bücher geschrieben, darunter auch Bestseller, wie ihr letztes Buch »Der Schnee von gestern ist die Sintflut von heute, eine Einheit, eine Abrechnung«. Herzlich willkommen, Daniela Dahn, dass du gekommen bist. Ja, diese Veranstaltung ist nicht nur eine Buchpremiere, Fabian wird gleich noch etwas Näheres zum Buch sagen, sondern es ist auch ein Jubiläum von Kontext TV. Wir sind 10 Jahre alt geworden. Vor 10 Jahren haben Fabian und ich Kontext TV gegründet. Es ist ein unabhängiges politisches Magazin, das mit Sendungen, Interviews, auch Blogs immer mehr Stimmen zu drängenden Gegenwartsfragen ein Forum bieten möchte, weil wir glauben, dass die zu wenig gehört werden in den klassischen Medien. Wir sind deswegen auch, um diese Stimmen einzufangen, zu den Weltsozialforen nach Dakar und nach Tunis gefahren. Wir sind zum alternativen Weltwasserforum nach Marseille gefahren, waren beim Klimagipfel in Paris dabei. Schwerpunkte unserer Berichterstattung waren immer die Klimakrise, Finanz- und Eurokrise, Krieg und Frieden, aber auch immer die Protestbewegungen, also von Occupy bis zu den Klimagerechtigkeitsbewegungen. Wir glauben, dass unsere Arbeit weiter notwendig ist, weil wir nach 10 Jahren immer noch glauben, dass sich nicht wirklich was geändert hat in diesem Land, was also die Berichterstattung angeht. Und hoffen also, dass wir uns weiter tragen können. Es ist ein schwerer Kampf, auch ein finanziell schwerer Kampf. Ja. Wir wollen an diesem Abend nicht so sehr das Buch im Einzelnen durchgehen. Sie haben ja gesehen, es sind viele Stimmen, es sind insgesamt 27 Interviews, glaube ich. Wir haben uns heute Abend zum Ziel gesetzt, dass wir eben mit unseren Gästen, die ja sehr viel Eigenes auch beizutragen haben, zusammen die aktuelle Lage anschauen wollen. Daher nur ganz kurz zu dem Buch. Es gliedert sich in 4 Teile. Es gibt einen Block zu Klima und Ressourcen. Es gibt einen Block zu der Krise der Demokratie und dem Sozialzerfall im globalen Norden und einen Teil zum globalen Süden, zu Konflikten im globalen Süden, zur Ausbeutung und forcierten Ausbeutung des globalen Südens und Widerstand. Und der 4. Teil beschäftigt sich mit Ausblicken. Für uns war es sehr interessant zu sehen, 10 Jahre nach Gründung von Kontext TV, was wir A für einen Schatz zusammengetragen haben von Stimmen, die in vielen Medien wenig gehört werden, vor allem wenn sie aus dem globalen Süden kommen. Das ist für uns von Anfang an ein ganz zentraler Punkt gewesen, dass wir die vielen interessanten Stimmen, die auch Alternativen zu bieten haben, aus dem Süden zu Wort kommen lassen und so auch in diesem Buch. Wir haben außerdem uns zum Ziel gesetzt, ein breites Spektrum von Themen zu bieten, die aber für uns eigentlich alle zusammengehören. Denn was wir vor uns haben, glaube ich, ist tatsächlich eine weltweit immer chaotischer werdende Situation, in der Klimakaos, die sich zuspitzende soziale Spaltung zwischen Arm und Reich und die Bedrohung für den Frieden sich immer akuter zuspitzen. Und ich glaube, es ist einfach ein Überblick darüber, was zu diesen verschiedenen Themen an tollen Dingen und kritischen Stimmen tatsächlich da ist. Es sind natürlich auch tatsächlich viel Zeit ins Land gegangen seitdem. Die politische Situation ist heute in vieler Hinsicht vollkommen anders als vor 10 Jahren. Das ist natürlich auch frappant, wenn man sich das anschaut. Wir haben begonnen beim Klimagipfel von Kopenhagen. Das war unsere erste Sendung. Und da waren ja unheimlich viele Hoffnungen dafür, dass da ein Durchbruch möglich ist. Natürlich bitter enttäuscht, wie bei den meisten Klimakonferenzen. Heute stehen wir 10 Jahre später da und die Zeit für das, etwas gegen den Klimawandel zu tun, läuft weg, wie wir alle wissen. Aber es gibt auch eine starke Bewegung. Und damit würde ich gleich an David weitergeben zum ersten Thema, Klima. Ja, bevor ich das mache, möchte ich mich erstmal nochmal bedanken bei den Leuten, die uns unterstützt haben, die das möglich gemacht haben, dass es Kontext TV gibt. Das sind nicht nur wir beiden, das sind viele. Es ist vor allen Dingen auch der Förderverein von Kontext der Medien e.V. Unter Leitung von Heide Frey, die ist auch heute da, und Martin Hofmann. Es gibt viele Ehrenamtliche, die möchte ich nicht alle aufzählen, aber nur das alle wissen, die hier sind und oder uns nachher zusehen, weil das wird auch aufgenommen. Vielen Dank für die Unterstützung, sonst gäbe es uns heute nicht.
Ja, ich möchte zum ersten Thema kommen, direkt rein in die Diskussion. Klimaressourcen, Ökologie. Es hat im letzten Jahr große Demonstrationen gegeben, weltweit. In Deutschland waren es 1,4 Millionen Menschen, die allein, ich glaube, am 27. September auf die Straße gegangen sind für mehr Klimaschutz. Weltweit waren es in einer Woche 7 Millionen Menschen. In den USA sieht man die Sunrise-Bewegung, die wirbt für einen Green New Deal. In Großbritannien sehen wir die Gruppe Extinction Rebellion, die sehr erfolgreich die britische Regierung unter Druck gesetzt hat, sie gezwungen hat, einen Klimanotstand auszurufen. Und wir sehen die Schülerstreiks Fridays for Future in Deutschland, die groß mobilisieren konnten. Auf der anderen Seite, was waren die politischen Reaktionen? Sie sind sehr mau gewesen. In den USA wird der Kurs weitergeführt, auch in Europa das gleiche Bild. Die große Koalition in Deutschland hat zwar ein Klimapaket, ein Klimagesetz verabschiedet, wo Experten sagen, damit könnten nicht mal die niedrigen Ziele des Pariser Abkommens erfüllt werden. Währenddessen rast die Erde weiter auf eine Erhitzung möglicherweise von mindestens 3 bis 4 Grad Celsius. Wie sehen Sie die Protestbewegung und wie beurteilen Sie die politische Situation in Hinsicht auf eine mögliche Kehrtwende? Ja, also es ist natürlich völlig richtig, und dass die Fridays for Future Bewegung in Deutschland politisch sehr wichtig war. Also was ja passiert ist, insgesamt haben ja 3,2 Millionen sich an Protesten beteiligt, ist ja, dass es gelungen ist, sozusagen diese ewige Frage der AfD, wie ist denn das jetzt mit den angeblich kriminellen Islamisten, jeder kennt das Thema, das verschwand von der Tagesordnung, nicht? Die AfD hatte nichts mehr zu melden, stattdessen rückte dann dieses Thema Klimawandel in den Vordergrund, und ja, absolut zu Recht. Trotzdem, das stimmt ja, es gab eine große politische Bewegung, aber faktisch wurde sehr wenig erreicht, eigentlich gar nichts. Das ist auch etwas, was die Schüler ja selber frustriert zur Kenntnis nehmen. Auch den Schülern ist klar, dass eigentlich sich nichts bewegt hat. Und die Frage ist natürlich, woran liegt das? Und aus meiner Sicht ist es eben so, ist das Kernproblem, dass wenn man Klimapolitik machen wollte, in einem angemessenen Umfang, man aus dem Kapitalismus aussteigen muss. Man müsste das, ja, das muss einem klar sein. Also der Kapitalismus ist ein System, das Wirtschaftswachstum, ja, das Wirtschaftswachstum produziert hat. Das war auch, hatte auch seine positiven Seiten, nicht? Also nicht, dass Sie denken, ich wäre eine Klimakapitalismus-Kritikerin. Ich finde, es ist ein faszinierendes System, und es hat Wohlstand ermöglicht. Auch solche Dinge wie Demokratie, viel Bildung, langes Leben, Gleichberechtigung von Frauen und so. Das hängt letztlich alles am Wohlstand. Also es war sehr positiv. Aber natürlich, da erzähle ich Ihnen nichts Neues. Man kann in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen. Und dummerweise braucht der Kapitalismus aber Wachstum, um stabil zu sein. Kurz und gut, also man muss aus dem System aussteigen. Dafür, und das ist das Drama aus meiner Sicht, gibt es aber bisher keine guten Modelle. Das kann ich mit Autorität sagen, weil ich schon ganz oft mit Volkswirten geredet habe, und ich habe ungefähr alle Bücher zum Klimawandel oder zur Klimakrise gelesen. Ich kann also Ihnen sagen, da gibt es eigentlich aus meiner Sicht keine Modelle, die wirklich ökonomisch funktionieren würden. Um aufzuhören, damit auch mal andere zu Wort kommen, nur eine Idee, also damit Sie wissen, wo es hingeht. Eigentlich müssten wir nicht nur aus dem Kapitalismus aussteigen, sondern gleichzeitig auch noch unsere Wirtschaft schrumpfen. Denn im Augenblick ist es ja so, dass Deutschland so tut, als könnte es 3 Planeten verbrauchen. Es gibt aber bekanntlich nur eine Erde. So, die Aufgabe der Zukunft wird sein, schrumpfen. So, das ist weit mehr als Verzicht, ne? Und Sie wissen ja selbst, das V-Wort Verzicht ist politisch kontaminiert und ist mit Denkverboten belegt. Ja, jetzt gucken alle schon so verstört. Ja. Nee, Daniela. Bitte, was? Nee, nee, nee. Ja. Ich
komme sofort zum eigentlichen Klima, will aber noch ein Wort vorher zum medialen Klima sagen, was dazugehört und dem wir ja auch dieses Buch verdanken. Und ich will zumindest gesagt haben, dass ich mich freue, dass es da ist. Ich habe Kontext TV ziemlich von Anfang an mit Wohlwollen und gelegentlich auch mit Mitwirkung unterstützt und freue mich, dass jetzt so ein Konvolut von wichtigen Stimmen da ist, weil ich glaube, etwas ist doch erreicht worden durch die Fridays for Future, nämlich eine wirkliche Politisierung der Debatte und vielleicht auch der jungen Leute. Das ist schon mal mehr als nichts. Und insofern, also ich würde mich dann schon auch doch zu den Kapitalismuskritikerinnen zählen, wenn das ein Schritt weiter ist, weil hier stoßen wir tatsächlich immer an die eigentlichen Grenzen. Ich habe mich auch neben diesem Buch natürlich etwas mit den Vorschlägen der jungen Leute und ihren Büchern befasst. Es gibt ja von der Stiftung Generation Jugend auch ein Buch, Ihr habt keinen Plan, deshalb machen wir einen, und von Instinction Rebellion und allen möglichen, so drei, vier solche jugendlichen Bücher, die lesen sich gut. Die sind mit Empathie und Engagement geschrieben, aber wenn es an die Lösungen geht, da weiß ich jetzt gar nicht genau, ob ich beruhigt oder enttäuscht sein soll, weil beruhigt in dem Sinne der Vorwurf, ihr habt keinen Plan, also wirklich neue Vorschläge sind kaum gekommen. Und was die Durchsetzungsmöglichkeit betrifft, war das von einer so, aber manchmal auch herzerfrischenden Naivität. Ich habe eigentlich nichts gegen Naivität. Man muss auch naive Vorschläge machen. Also zum Beispiel bei diesem Generationsbuch, ihr habt keinen Plan. Ihr Plan zur Veränderung besteht darin, dass die Regierung gefälligst in 2 Jahren einen Plan vorlegen soll, wie sie das alles abschaffen will. Ich finde das auch sympathisch, weil ich würde schon gar nicht mehr auf die Idee kommen, von meiner Regierung irgendwas zu erwarten, was in meine Richtung geht oder was ich mir wünschen würde. Und das ist doch aber eigentlich schon völlig verrückt. Also eigentlich sind doch Regierungen dazu da, das zu tun, was man möchte. Und die jungen Leute glauben daran noch. Hoffentlich werden sie nicht fürchterlich enttäuscht. Also das fürchte ich fast für sie. Weil auch ein bisschen eine andere Beurteilung, meines Erachtens ist der große Stau nicht unbedingt in der Erkenntnisebene. Es gibt eine Menge gute Vorschläge, nicht nur in dem Buch, aber auch in dem Buch über Gemeinwohlökonomie, über Umgang mit Eigentum, über Verbesserung von Demokratie. Der wirkliche Stau ist in der Durchsetzungsebene. Auch bei den jungen Leuten, die sagen, selbst ist Extinction Rebellion, die zugespitztesten, sagen, wie wollen wir das erreichen? Mit Straßenblockaden und Liebe. Und die anderen von der Generation sagen, wir wollen niemandem wehtun und niemandem was wegnehmen. Das ist alles wirklich nett, aber ich habe eben Sorgen in dieser Durchsetzungsebene und da kommen wir vielleicht im Laufe der Diskussion noch dazu. Ja, vielleicht auch noch mal zu der Frage, was, solange der Kapitalismus noch existiert, der ja tatsächlich wahrscheinlich, selbst wenn man Pläne hätte, nicht so schnell verschwindet, vielleicht schneller als man denkt, aber erstmal ist er noch da, was können wir denn tun, um das Leiden zu vermindern? Denn es macht einen riesigen Unterschied, ob wir in einer Welt leben werden von 5 Grad Erwärmung oder von 3,5 Grad Erwärmung. Da geht es um Hunderte von Millionen von Menschen. Darüber müssen wir uns klar sein. Und es gibt natürlich auch innerhalb des Systems, so wie es ist, Möglichkeiten, den Klimawandel zumindest abzuschwächen. Und ich will jetzt speziell auf die Vorschläge zu sprechen kommen zum Green New Deal. Da gibt es ja sehr verschiedene. Es gibt zum einen einen Vorschlag von Yanis Varoufakis und Bill McKibben für die EU, der Green New Deal für Europa. Dann gibt es sehr populär in den USA im Moment den Vorschlag eines Green New Deals von Bernie Sanders, dem Präsidentschaftskandidaten der Demokraten, und Alexandria Ocasio-Cortez eingebracht. Mit einem großen Volumen, etwa 1 Billion Dollar pro Jahr Investitionen in erneuerbare Energien. Es gibt auch einen Vorschlag von der EU-Kommission, das nennt sich Green Deal, in viel kleinerer Proportion, etwa 100 Milliarden pro Jahr, davon die Hälfte privates Kapital. Es sind also verschiedene Vorschläge und die muss man sich natürlich sehr genau angucken, ob sie zumindest etwas dazu beitragen können, das Leiden zu mildern. Die Vorschläge von Bernie Sanders und Varoufakis sagen, dass man soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz zusammendenken muss, sprich,
die Reichen besteuern, das Geld da nehmen, wo es ist und das Ganze in ein massives öffentliches Programm für gute Jobs in grünen Branchen zu machen. Und meine Frage ist nun, was halten Sie, was haltet ihr von diesen Vorschlägen? Auch eingedenk der Tatsache, diese Diskussionen finden ja auch schon statt, dass grüne Technologien allein natürlich nicht selig machen, wenn man jetzt 1 Milliarde Benzinautos und Dieselautos durch Elektroautos ersetzt, hat man auch ein riesen Umweltproblem. Also, aber was können diese Green New Deals tatsächlich leisten? Ist das etwas, womit man sich zumindest beschäftigen sollte oder sich mit einbringen sollte in die Diskussion? Ja, also es ist natürlich ganz klar, dass man sehr viel Investitionen braucht, um die Wirtschaft grün umzubauen. Also man muss ja praktisch den gesamten Verkehr auf Strom umstellen, man muss alle Wohnungen dämmen, man muss die gesamte Industrie ebenfalls auf Strom umstellen, weil ja nur Strom ökologisch überhaupt herstellbar ist durch Windkraft und Solarpaneele. Alle anderen Energieformen sind ja immer fossil und dadurch tödlich. Aber ich glaube, dass wir uns immer noch etwas vormachen, weil ja der Eindruck erzeugt wird, als wäre ökologische Energie beliebig verfügbar. Also so nach dem Motto, ja, die Sonne scheint sowieso unendlich, dann haben wir doch hier auch unendliche Ökoenergie und der Rest und das Problem ist nur irgendwie technisch und dann haben wir hier sozusagen das Schlaraffenland. Wenn das so einfach wäre, muss man sich ja wundern, warum wir nicht längst im Ökoenergieparadies leben. Und das Kernproblem, um das es geht, heißt technisch letztlich Return of Energy. Und das heißt, wie viele Einheiten Energie muss ich investieren, um bestimmte Einheiten an Energie wieder rauszubekommen. Und dummerweise, und das ist ja die Tragik, deswegen sitzen wir jetzt platt gesprochen in dieser Scheiße, ist nichts so effektiv energetisch wie fossile Energie. Also früher, als man noch das Öl in Saudi-Arabien direkt unter der Oberfläche hatte, da war es so, man musste eine Einheit Energie einsetzen, um 33 Einheiten Energie wieder rauszubekommen. Gut, jetzt sind natürlich diese großen, leicht zugänglichen Felder sind natürlich ausgebeutet. Jetzt ist es beim Öl im Augenblick so, eine Einheit Energie, 18 kommen raus. Bei der Ökoenergie, die ja, ist es leider dieses Verhältnis viel schlechter. Also da ist es so, bei Windenergie ist ziemlich aufwendig, nicht? Aber schon allein das Windrad, kriegt man also eine Energieeinheit, kriegt man 6,5 Einheiten raus. Also es ist immer noch so, dass es sich lohnt, aber, und das ist eben der Punkt, es ist ein viel schlechteres Verhältnis als beim Öl und das bedeutet automatisch in aller Härte zwei Dinge. Wir können unser Wachstum mit Ökoenergie nicht befeuern, schon gar nicht weiterhin. Und vor allen Dingen, wenn es so ist, dass auch die Schwellenländer eine Chance haben sollen, dann wird das erst recht knapp mit der Ökoenergie. Das heißt, wieder, das ist immer, wenn man das sich genauer anguckt und mal aufhört zu träumen, dann ist man beim Thema Verzicht. Und, oder anders gesagt, wenn man erst mal verstanden hat, dass Ökoenergie knapp ist und immer knapp sein wird, dann kann man sich die Tesla-Fabrik in Grünheide komplett sparen. Ja, warum? Weil, mal ganz abgesehen von diesen Batteriegeschichten, die ja auch beim Elektroauto schwierig sind, dass man da knappe Rohstoffe verbrauchen muss, die es auch nicht ewig gibt. Der Kern ist, wir verbrauchen, jetzt im Augenblick sind wir dabei, dass wir 46% des Stroms, den wir im Augenblick verbrauchen, schon nur aus Ökoenergie gewinnen. Aber da haben wir ja noch die ganzen anderen Branchen, Transport und Industrie, haben wir ja noch gar nicht umgestellt auf Strom. Und wie gesagt, Ökostrom wird knapp bleiben. Das heißt, wenn man jetzt auf Elektroautos setzt, dann ist garantiert, dass die am Ende mit fossilem Strom fahren. Denn Ökostrom wird es gar nicht in ausreichendem Maße geben. Was ist denn das für ein Blödsinn? Also erst, dann kann man auch gleich beim Benziner bleiben. Und wie gesagt, das geht alles überhaupt nicht. Und vielleicht noch ein Wort zu Fabian. Also man muss sich ja klar machen, dass wenn wir das 2-Grad-Ziel halten wollen, und das ist schon schwer, dann müssen wir in 6 Jahren praktisch aus den Treibhausemissionen aussteigen. Also wenn wir das 2-Grad-Ziel halten müssen, da gibt es die Szenarien vor allen Dingen von Kevin Anderson und Alice Bose-Larkin vom Tyndall Center for Climate Change Research. Die haben gesagt, also, dass die Industriestaaten bis 2035 dekarbonisiert sein müssen, also
aus den Treibhausgasen ausgestiegen sein müssen. Das deckt sich auch mit, zum ersten Mal mit der Forderung von Fridays for Futures, die das ganz nach vorne gebracht haben. Finde ich sehr gut. Zum ersten Mal wird das politisiert, dass wir also mit dem Paris-Ziel viel zu spät dekarbonisieren. Die Industriestaaten müssen viel früher raus. Und die anderen Entwicklungsländer und auch die Schwellenländer China, Indien und so weiter, die können noch ein bisschen ansteigen, müssen dann aber ab 2025 sehr rapide auch 10% pro Jahr runter mit den Treibhausgasen und dann Mitte des Jahrhunderts mehr oder weniger dekarbonisiert sein. Das heißt, ja, das geht an die Grenzen dessen, was möglicherweise noch machbar ist. Aber ich stimme nicht zu, dass also wir nicht genügend Solarenergie haben. Also das zeigen alle Studien, dass also das Problem nicht ist, dass wir nicht genügend Sonnenenergie haben. Damit könnten wir mehrere Planeten also energetisch versorgen. Das Problem ist, dass es politisch von Anfang an seit 30 Jahren blockiert worden ist. Mit Unterstützung der fossilen Brennstoffindustrie, mit dem Schweigen oft großer Teile der Zivilgesellschaft und der Medien, die immer gesagt haben, naja, warten wir mal ab, da kommt mal irgendwann also die richtige Klimalösung. Nichts ist passiert, Kyoto war von vornherein also zum Scheitern verurteilt, die Ziele waren viel zu lasch, dann kam Kopenhagen, das war dann das große Desaster und erst dann haben sich nach Kopenhagen die politischen und sozialen Bewegungen wirklich formieren können und Druck aufbauen können. Und wie gesagt, wenn wir jetzt mal letztes Jahr von Deutschland uns anschauen, 7% Reduktion an Treibhausgasen gegenüber dem Vorjahr. Nicht durch Klimaschutz, das ist mir klar, durch günstige Umstände, alles klar. Aber daran sieht man, dass wir hohe Reduktionsraten schaffen können, wenn wir denn anfangen würden, viel Geld in die Hand nehmen und dann wirklich die Solarenergie, die Windkraftenergie und was auch immer ausbauen würden. Also es ist kein technisches Problem, das sagen alle Experten. Es ist ein Problem des politischen Willens und dafür müssen wir kämpfen. Ich möchte nur sagen, dass ich andere Studien gelesen habe und sie auch gerne rumschicken kann. Also, aber das ist natürlich interessant, dass wir noch, wir können uns ja jetzt hier ewig über die Studien streiten, nicht? Und ich habe auch Jülich und Umweltbundesamt und alles Mögliche gelesen. Aber das Interessante ist ja, dass, und das sollten wir zur Kenntnis nehmen, dass wir bei einem so dringenden Menschheitsthema noch nicht mal eine einheitliche Analyse haben zu dem Thema, also zur Lage ja, nicht? Also es gibt ja die Klimaphysiker, aber sobald es zur gesellschaftlichen Umsetzung kommt, und das ist ja das, was wir gerade besprechen, gibt es noch nicht mal einen einheitlichen Stand der Analyse, was eigentlich ökonomisch machbar ist, nicht? Das zeigt dann vielleicht auch, wie sehr das politisch schwierig wird. Aber ja. Wir haben ja schon -35% in Deutschland erreicht. Sicherlich, wir hatten den Wall-Fall-Profit, also die Deindustrialisierung des Ostens nach der Wiedervereinigung, aber wir haben -35% erreicht. Das ist viel zu wenig, aber sozusagen, es stimmt einfach nicht, dass wir diesen Weg nicht weitergehen könnten und unsere Ziele nicht erreichen könnten. Vielleicht, bitte. Entschuldigung, aber den Weg mit der Deindustrialisierung des Ostens wollen wir dann doch nicht weitergehen. Ich stimme aber unbedingt zu, dass also die Klimafrage nicht getrennt von der sozialen und auch von der Friedensfrage gesehen werden kann. Es ist eben das Dumme, dass immer alles mit allem zusammenhängt. Also vielleicht habe ich jetzt auch eine Studie, die nicht ganz konsensfähig ist, aber ich habe gelesen, dass der CO2-Ausstoß, sozusagen der Fußabdruck der Bevölkerung, derart eine solche Kluft ist, also dass 0,5% der Weltbevölkerung, also die Hälfte von 1% verbraucht oder stößt genauso viel CO2 aus wie die arme Hälfte der Weltbevölkerung, also wie 50% der Weltbevölkerung. Und da sieht man schon, dass der Verzicht nicht gleichmäßig sein kann, sondern dass der völlig ungleich verteilt ist und dass darin genau die Schwierigkeit sein wird, diejenigen, die das meiste ausstoßen, zu Verzicht zu bewegen, denn die haben die Macht, die haben die Mittel. Und das sind wir. Ja, wir. Ja, natürlich, das sind wir, ja. Aber nicht ganz allein. Also einer der größten Umweltverschmutzer, sagt wiederum eine andere Studie, ist das Militär, speziell das US-Militär. Ist der größte einzelne Klimakiller. Sagst du auch, ja. Also mit ihren 1400 Stützpunkten auf der ganzen Welt verbrennen die täglich 320.000 Liter Öl, was Megatonnen CO2 sind.
Also da können wir noch so viel Elektroautos hier fahren, wenn wir nicht diese Quellen mit lahmlegen, werden wir nicht weit kommen. Also man muss da wirklich auch ganz neue Vorschläge machen, und da bewege ich mich jetzt fast so auf die Ebene der jungen Leute, wenn ich sage, die NATO, die sollte statt jetzt dieses dämlichen Manövers zu machen, sich darum kümmern, wie in Australien das Feuer gelöscht wird oder wie in Afrika die Heuschrecken bekämpft werden. Das wäre doch mal was Nützliches. Ich habe das sogar unter den Linken schon mal vorgeschlagen und die, ja, ungewöhnlicher Vorschlag. Das können wir eigentlich als Linke nicht machen, weil diese verkürzte Presse, die schreibt dann nur, die Linke ist doch für die NATO. Und deshalb können wir es leider nicht machen. Ich glaube, wir sind in der Zeit ein bisschen hinterher, und ich würde gerne zum nächsten Block übergehen, also soziale Gerechtigkeit und Demokratie. Angesichts wachsender Ungleichheit und offensichtlicher Ungerechtigkeit gibt es einen Rechtsruck statt einer Stärkung der Linken überall, also in den USA, in Europa. Warum ist das so? Ulrike. Ja, ich würde, also darf ich noch was zum Klimaschutz sagen? Ganz kurz. Also ich meine, nur der Kampf der Studien, nicht, dass der schön weitergeführt wird. Also aus meiner Sicht ist es nicht so, dass die Deutschen schon 35% fossiler Energie eingespart haben. Das sieht nur so aus, weil wir haben die energieintensiven Industrien in die dritte Welt oder in den globalen Süden verlagert. Und wenn man jetzt den Fußabdruck dessen misst, was wir hier verbrauchen, dann ist die Tragik, dass wir überhaupt nicht gespart haben. So, und das heißt, oder anders gesagt, im Augenblick verbraucht ein Deutscher 9 Tonnen CO2 pro Jahr. Und das, was aber erlaubt wäre, maximal wären 2 Tonnen pro Kopf. Ne? Da kann man ja schon mal sehen, was da noch auf uns zukommt. Und bisher ist eine echte Bewegung nicht in Sicht. So, jetzt zu der Frage AfD und soziale Ungerechtigkeit. Also ich selber habe Bücher über soziale Ungerechtigkeit geschrieben, und ich bin unbedingt für gerechte Steuersysteme und bessere Sozialabgaben und so weiter. Aber ich glaube, dass das Dumme ist, dass man die AfD nicht nur durch soziale Ungleichheit erklären kann, weil ich, da muss ich mich jetzt mal outen, selbst in meiner Familie, in der weiteren Umgebung, gibt es AfD-Wähler. Und ich kenne deren soziale Situation. Und das sind wirklich Leute, die haben zum Teil Millionen. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, wenn die Welt gerechter wäre, gäbe es wahrscheinlich keine AfD, sondern da wirken auch noch andere Mechanismen mit. Ich bin unbedingt für bessere Sozialpolitik, aber zu hoffen, dass dann die AfD weg wäre, ist vielleicht auch ein bisschen kurz gesprungen. Ja, aber vielleicht, um dann nochmal nachzuhaken, eine Frage ist ja auch, warum... In Deutschland ist ja ein Land mit einer sehr starken sozialen Ungleichheit, die auch zunimmt. Ja, wir haben massive Kinderarmut und wir haben diese riesigen Probleme, aber es gehen eben nicht massig Leute gegen die soziale Ungerechtigkeit auf die Straße. Warum ist das so? Ja, weil natürlich, also ich habe ein Buch geschrieben, das heißt, hieß Hurra, wir dürfen zahlen, der Selbstbetrug der Mittelschicht. Da ging es, das war ja auch das, worüber wir geredet haben, was auch in dem Buch ist. Da war meine Frage, ja, wie kann das sein, dass die Mittelschicht immer für Gesetze stimmt, von der nur die Reichen das haben. Also zum Beispiel ganz markant war ja die Steuersenkung des Spitzensteuersatzes von 53% auf 42%. Das haben im Bundestag, das muss man sich mal vorstellen, von den Grünen bis zur CSU alle durchgewunken. Das war also kein Elitenprojekt der FDP, sondern wie gesagt auch die SPD, die Grünen, alle haben mitgemacht. Und Ähnliches findet man auch in der Sozialversicherung und so weiter. Es ist immer so, dass die Reichen profitieren. Aber wir haben ja eine Demokratie und die Mittelschicht ist die Mehrheit. Also müssen die Reichen und ihre Lobbyisten das ja so anstellen, dass am Ende die Mittelschicht diesen Gesetzen zustimmt. Und meine Erklärung ist, und dann komme ich auch wieder auf die Flüchtlinge, meine Erklärung ist eben, dass die Mittelschicht dummerweise die Idee hat, sie sei auch Teil der Eliten. Und deswegen dann immer auch zum Beispiel Erbschaftssteuer, nicht? Würde nur die Reichen treffen, kriegt man in Deutschland nicht durch, weil die meisten denken, sie würden auch Erbschaftssteuer zahlen. Also irgendwie jeder in Deutschland scheint zu glauben, er würde demnächst mal im Lotto gewinnen.
So, und wenn man sich jetzt mal fragt, wie kann das denn sein, dass die Mittelschicht, und wenn man da mal näher guckt, dann sind die wirklich nicht reich, nicht? Also damit Sie mal einen Eindruck bekommen. Im Augenblick ist es so, dass man als Single zur Mittelschicht gehört, wenn man 1200 bis 2600 Euro netto im Monat hat. Also wenn sozusagen die Sozialabgaben und sowas abgezogen wird. Das ist nicht viel. Nee, aber die Mittelschicht hat eigentlich nichts. Nee, also müssen Sie sich auch mal vorstellen, die unteren 70% in Deutschland, also die gesamte Unterschicht, aber auch die gesamte Mittelschicht, unteren 70%, gemeinsam haben sie ganze 9% des Volksvermögens. Alles ist bei den oberen 30% und sehr viel ist bei den obersten 1%. Ja, da würde man doch denken, dass diese 70%, die eigentlich nichts haben, jetzt mal die Reichen besteuern. Sie alle sind dabei, ist nicht. Wie gesagt, es liegt daran, dass die Mittelschicht denkt, sie sei auch ein Teil der Elite, und da greifen dann drei Mechanismen, und die ich jetzt nicht alle aufzählen will, ich muss ja auch irgendwann auch mal aufhören, aber ein Mechanismus ist, dass man sich vehement nach unten abgrenzt, die Unterschicht in Anführungsstrichen verachtet. Und dazu gehört dann auch die Abgrenzung gegenüber den Ausländern und den Flüchtlingen. Weil man ja selber Deutscher ist, ist man schon mal besser und schon Elite. Ja, so do. Und dann macht man, also. Und dann, also. Der Mechanismus ist eigentlich ein anderer. Der Mechanismus ist nicht, weil die soziale Ungerechtigkeit groß ist, gibt es die AfD, sondern weil die Fremdenfeindlichkeit so groß ist, gibt es die sozialen Unterschiede. Es ist also, man muss da Ursache und Wirkung sozusagen vertauschen. Daniela. Ja, aber hat Fremdenfeindlichkeit nicht doch was mit Ängsten zu tun, dass es einem schlechter gehen könnte? Also wir behaupten ja alle nicht, dass die AfD-Wähler alles total sozial Abgehängte sind, wobei wohl auch niemand behaupten kann, dass nicht auch Abgehängte dabei sind. Nee, das behaupte ich auch nicht. Nee. Ja, ja. Ja, ja, die AfD ist ja gegründet worden als eine eurokritische Partei. Von ziemlich gut verdienenden Volksleuten. Aber können die nicht auch Ängste haben? Zum Beispiel die Angst, wenn Leute wie wir, die ständig davon reden, dass man eine ganz andere Eigentumsbesteuerung machen muss, dass Leute wie wir, wenn die mal was zu sagen haben, dass sie dann den ziemlich kürzeren ziehen und dass sie sicher sein können, dass rechte Parteien wie die AfD, die wirtschaftlich eigentlich sehr flau sind mit einer Theorie, die haben eigentlich nichts zu bieten, und umso erstaunlicher ist, dass Leute also das nicht erkennen eigentlich und sich sogar davon versprechen, dass sie was davon haben könnten, wenn eine rechte Partei eigentlich die Interessen der Besserverdienenden vertritt, auch das, was früher die FDP gemacht hat. Also das ist schon rational nicht alles zu erklären. Es ist eine Mischung, glaube ich, aus verschiedensten Ängsten, Ängsten unten, Ängsten in der Mitte, Ängsten oben, und ein Rassismus, der damit Nährboden kriegt, auf die herabzusehen, die noch unter einem sind. Wer redet heute noch über Beseitigung von Fluchtursachen? Das war mal das Top-Thema, auch um den Rechten entgegenzuwirken. Das Thema ist irgendwie vollkommen unter den Tisch gefallen und wäre doch wichtig und hätte soziale und Antirassismus-Komponenten, wenn man sozusagen die Ursachen auch in unserem auf Kosten anderer Leben sehen würde. Ja, und was sich natürlich auch, glaube ich, doch zeigt, ist, ich will keine übertriebenen Parallelen jetzt zu den 20er und 30er Jahren, die ja oft benutzt werden, machen, aber es ist ja klar, dass wir schon in eine krisenhafte Situation insgesamt steuern. Wir sind in eine Abstiegsgesellschaft geraten, das ist ein Titel eines Buches, wo also gerade die untere Mittelschicht massiv abbröckelt ins Prekariat und so weiter. Und die ökologischen Krisen gehen auch nicht ganz spurlos an den Leuten vorbei. Und ich glaube, dass in solchen Situationen natürlich immer auch Interessen da sind, einen Sündenbock zu finden und das zu projizieren. Das hat man in den 20er, 30er Jahren natürlich massiv gehabt, dass man eben auch ablenkt von sozialen Fragen, von sozialen Widersprüchen und sagt, ja, die Flüchtlinge sind schuld. Und du hast es ja selbst gesagt, wie kommen die eigentlich dazu, diesen komischen Glauben zu haben? Da muss ja irgendwo auch irgendeine Art von Propaganda in dieser Richtung stattfinden oder Meinungsmache oder irgendwas muss ja tatsächlich den Boden dafür bereiten, dass Leute so fantastische Ansichten darüber haben, dass sie zur Elite gehören und sich lieber gegen Flüchtlinge abgrenzen.
Da möchte ich noch mal kurz einhaken, weil ein wichtiger Faktor bei der ganzen Sache, warum hat die Linke nicht profitiert? Ich meine, weil die Krise gar nicht als Krise dargestellt worden ist. Ich meine, wenn wir uns die Agenda 2010 anschauen und die Berichterstattung darüber, die Diskussion, das war doch eine Rettung der Volkswirtschaft. So wurde es doch dargestellt, nicht als eine Krise. Und dann wurde uns immer wieder gesagt, wie erfolgreich die Agenda 2010 gewesen ist, dass sie Wachstum erzeugt hat und Arbeitsplätze geschafft hat und so weiter. Das heißt also, die Krise wurde nicht als Krise den Unterschichten und Mittelschichten erzählt. Und dann auf der anderen Seite wurden die, die das erzählt haben, wurden diffamiert. Also die Linke wurde diffamiert. Und jeder, der gesagt hat, also es liegt vielleicht auch noch woanders dran. Also das muss man meines Erachtens auch mit beachten. Also wie wurden die Krisen in der Öffentlichkeit dargestellt? Ja, aber jetzt ist ja das Interessante, die Öffentlichkeit besteht ja auch aus den Lesern und aus den Zuhörern. Also um es mal plakativ zu sagen, nicht? Ich komme ja von der Taz, wir gehören, sind eine Genossenschaft, wir gehören unseren Lesern, wir schreiben tatsächlich das, was wir für richtig halten, da ist kein Verleger, der uns reinredet oder uns zensiert. So, die Taz lesen aber nur 60.000 Leute in der Bundesrepublik. Umgekehrt hat die Bild, nicht? Immer noch 1,5 Millionen Käufer. Es zwingt niemand, die Leute, die Bild zu kaufen und zu lesen. Tun sie aber. Das heißt, ich bin dagegen, immer so zu tun in der Demokratie, als wären die Bürger nur Opfer. Nicht, sondern man muss, glaube ich, auch mal sehen, und das ist sehr wichtig, wenn man nicht in so eine Demokratiefeindlichkeit fallen will, man muss, glaube ich, die Mittelschicht, nicht die Unterschicht, aber die Mittelschicht, als Täter ernst nehmen. Die wollen das so. So, und dann muss man sich mal fragen, wie kann denn das zustande kommen? Und das Interessante ist, ich nehme ja an, dass hier sehr viele Marx-Kenner sind und ich selber bin auch ein großer Marx-Fan, auch darüber habe ich schon mal ein Buch geschrieben. Und das Lustige ist ja, aber das ist eben auch frustrierend, schon Marx hat ja die Gefahr erkannt, nicht, dass die proletarische Revolution deswegen ausfällt, weil die Proletarier sich nach nationalen Grenzen sortieren und Fremde ablehnen. Also nicht, also schon Marx hat genau gesehen, dass diese Fremdenfeindlichkeit extrem gefährlich ist, wenn man soziale Reformen durchsetzen will oder in seinem Fall Revolution. Und eigentlich sind wir den gleichen Zustand immer noch. Und ich glaube nicht, dass es nur daran liegt, dass Propaganda gemacht wird, sondern das fällt auch auf einen außerordentlich fruchtbaren Boden. Ja, das will ich auch gar nicht bestreiten. Ich will da jetzt nicht schwarz-weiß malen. Aber ich will eine interessante Zahl nennen, die der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Marco Bülow zusammengetragen hat. Der ist jetzt nicht mehr in der SPD, weil das nicht mehr ausgehalten hat. Der hat mal Statistiken gemacht über die öffentlich-rechtlichen Talkshows. Also nur öffentlich-rechtliche. Von 2015 bis 2017 waren seine Zahlen, was die Themen denn so waren, Barneville etc., ne? Genau, 90%, wie bedroht uns der Islam, wie bedrohen uns Flüchtlinge und so weiter. Zum Thema soziale Gerechtigkeit, Armut 7 und zum Thema Klima in dieser Zeit 2015 bis 2017, raten Sie mal. Null. Exakt ja, null. Aber jetzt muss man mal wieder sagen, die Sender messen ja ihre Reichweite. Und gucken immer, wie viele Leute sitzen vor dem Fernseher. Nee, die haben selbst zugegeben, dass die Sendung mit Flüchtlingen nicht mehr laufen und haben sie weitergemacht. Aha, okay. Das habe ich aber ehrlich gesagt. Sie konnten ja gar nicht wissen, wie viel Klima bringt, wenn sie null Sendungen dazu das machen. Stimmt auch. Ja, aber sie konnten wissen, wie viele Leute was zur sozialen Gerechtigkeit angucken. Und dann haben sie wahrscheinlich festgestellt, dass immer noch mehr gerne gucken, wie kriminell der Flüchtling ist. Nee, also das hat schon Reichweite, nicht? Das ist ja das Tragische. Wenn alle Leute sagen würden, soll doch Anne Will senden, was sie will über Flüchtlinge, ich gucke da nicht hin. Dann hätten wir das Problem sofort erledigt. Aber die gucken. Hm. Ja, das, also ich halte davon nichts. Nee, aber es gibt ja sowas wie Framing und das findet schon auch statt. Und da muss man auch sagen, dass Teile der AfD-Agenda, selbst von Leuten, die das nicht wollten, aber das Framing wurde halt ein Stück weit mit übernommen. Aber vielleicht gehen wir auch mal weiter. Ich weiß nicht, ob wir zum letzten Block kommen sollten. Ich denke, angesichts der Zeit würde ich es sagen. Naja, ich hätte Daniela Dahn noch gefragt, ob der Ost-West-Konflikt, wie der hereingespielt hat oder die Einheit hereingespielt hat in diese Entwicklung, dass also die Linken immer weiter mit ihren Forderungen zurückgekommen oder zurückgedrängt worden sind. Also inwiefern hat die Einheit da reingespielt? Also Oskar Negt hat sehr früh, als er sah, wie die Einheit läuft, gesagt, es wird einen Nationalismus der Deklassierten geben.
Und ich glaube, genau das ist eingetreten. Und das Deklassierte bezieht sich auch auf das Soziale, natürlich auf das Soziale, wenn 95% des volkswirtschaftlichen Vermögens in westliche Hände übergegangen sind. Aber nicht nur. Es gab natürlich auch eine mentale und intellektuelle Deklassierung. Also wenn man immer zu gesagt bekommt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Also es haben alle falsch gelebt. Es haben alle ein falsches Bildungssystem durchlaufen. Die Erfahrungen sind alle nichts mehr wert. Das ist auch eine Art von Deklassierung, die nachwirkt. Und wenn es heute Umfragen gibt, die erschrecken mich geradezu zum Jahrestag. Am 3. Oktober hat die Zeit ja eine große Umfrage gemacht. Sicher haben einige das wahrgenommen. Auf Seite 1 ganz groß, also ich weiß, Umfragen sind auch Momentaufnahmen und sind vielleicht nicht so ganz genau statistisch, aber wenn auf Seite 1 ganz groß steht, die Repression in der DDR war auch nicht schlimmer als heute, sagt diese Umfrage, und auf die Frage, fühlen Sie sich heute wohler als in der DDR, sagen 3/4 der ostdeutschen Befragten nein. Dann muss ich sagen, ist da schon wirklich was schiefgelaufen. Das hätte nicht automatisch in Rassismus enden müssen, ganz bestimmt nicht. Das hätte sich auch anders auswirken können, aber das ist offenbar eine ja, Art der psychologischen Abreaktion, dass man die Schuld dann eigentlich nicht an die weitergibt, die das eigentlich zu verantworten haben, sondern an die Schwächeren, die eine einfache Lösung anbieten. Das ist sehr bedauerlich. Ich bedauere das, wenngleich es ist schon fast jetzt überflüssig zu sagen, dass natürlich alle AfD-Führungsschicht auch aus dem Westen kam und dann sozusagen diesen Nährboden geschickt aufgenommen hat. Aber es hat mit dieser Art, wie die Wende lief, auf jeden Fall zu tun. Also ich glaube, dass da würde ich absolut zustimmen, dass so wie die Wende gelaufen ist, das auf jeden Fall dazu geführt hat, dass es ein Protestpotenzial im Osten gibt. Aber es ist natürlich schon erstaunlich, dass dieses Protestpotenzial sich nicht Richtung links äußert. Vor allen Dingen, wenn dann alle sagen, ja, in der DDR war eigentlich genauso schön wie heute, dann würde man ja denken, okay, die sozusagen die Linkspartei als Nachfolgerin indirekt der SED würde davon profitieren. Und ich glaube, dass die dann aber AfD wählen, jedenfalls neuerdings, hat mit einem ganz anderen Phänomen zu tun, dass man auch schon aus der NS-Zeit kennt, wenn man sich anguckt, wo waren denn die größten Antisemiten, dann waren die immer da, wo gar keine Juden waren. Und ich glaube, dass dieses Phänomen, dass man jetzt also AfD wählt, vor allen Dingen in Gegenden, wo gar keine Ausländer sind, das gilt auch für den Osten, da wo Ausländer sind in Erfurt, da sinken die AfD-Zahlen dann ins Bodenlose, weil ja keiner mehr Angst hat, denn man kennt die Leute ja. Ich glaube, das ist das Problem im Osten, dass man eigentlich Angst hat vor etwas, was man nicht kennt. Teilweise schon, aber was die Linke betrifft, in den ersten 10, 15 Jahren hat es ja funktioniert, dass die Linke noch oder die damalige PDS die Protestpartei war. Aber man hat eben auch die Erfahrung gemacht, dass dieser Protest ins Leere läuft. Denn diese Partei konnte im Bundestag fordern, was immer sie wollte. Sie ist von allen anderen Parteien abgelehnt worden, diese Forderung. Und so hat man gemerkt, das ist zwar ein Protest, aber der ist unwirksam. Und dass das jetzt, und dann hat die Linke sich natürlich auch angepasst und sich etabliert, sodass man noch weniger das Gefühl hatte, hier Protest unterzubringen. Und jetzt versucht man es mit rechts. Das ist also natürlich sehr bedauerlich, aber hätte man, es gab Leute, die es vorhergesagt haben. Da möchte ich jetzt doch zum nächsten Block überleiten, würde aber gerne noch hinzufügen zu der Diskussion, dass natürlich für Rassismus und so weiter, wie die Forschung auch zeigt, nicht unbedingt die Ankunft von Fremden notwendig ist, sondern Symbole. Symbole, Geschichten, Narrative sind notwendig. Und da ist sehr interessant, warum die in der ehemaligen DDR vielleicht stärker waren oder stärker funktioniert haben. Zum nächsten Block, zum letzten Block, Frieden und Konflikt. Seit der sogenannten Ukraine-Krise 2014 sind die Spannungen des Westens mit Russland wieder angestiegen. Der Russland-Experte Stephen F. Cohn spricht von einem neuen kalten Krieg mit Russland. Mit China befinden sich die USA in einem Handelskrieg inklusive Machtspiele im südchinesischen Meer, wo China Inseln aufschüttet. Wie beurteilen Sie die geopolitische Situation, sowohl was Russland angeht, vielleicht aber auch was China angeht? Wer möchte anfangen?
Ja, man hätte ja denken können, dass also nach dem Wegfall des Warschauer Paktes, der einst der größte Feind war des Westens, irgendwie der ewige Friede ausbricht und die Forderungen nach Abrüstung endlich einen realen Boden haben. Aber seit dieser Zeit in den letzten 30 Jahren hat sich die Rüstung um 80% erhöht, obwohl zunächst mal gar kein Feind wirklich greifbar war. Das änderte sich dann mit dem aus meiner Sicht völlig überflüssigen und sowieso völkerrechtswidrigen Jugoslawienkrieg, was ja der erste Krieg seit Bestehen der NATO war. Und seitdem hat sich die internationale Lage eigentlich nur noch zugespitzt. Also ja, es ist ja über Kalten Krieg auch hinausgegangen. Wir reden immer von Kalten Krieg, das ist ja fast schon eine Beschönigung, wenn man sich die Welt ansieht. Gerade wie der Nahe Osten also praktisch völlig in ein Chaos gestürzt wurde. Das war ja nicht nur Kalter Krieg. Ne? Ich meinte nur mit Russland. Ach so, mit Russland. Naja gut, Gott sei Dank, das ja. Also ja, was soll man sagen? Die Lage ist sehr gespannt. Neulich, weil wir heute auch mit Zahlen operieren, las ich, wer ist der größte Arbeitgeber auf der Welt? Es ist das Pentagon mit 3,2 Millionen Beschäftigten überall. Und das kann einen schon beunruhigen, zumal wenn man hört, davon sind 27.000 PR-Spezialisten, die eigentlich keine andere Aufgabe haben, als ja, die Informationen nach ihrem Willen zu streuen und auch Desinformationen zu streuen. Und das ist ja eine der großen Probleme heute, dass man all die Beschuldigungen, auch was Russland betrifft, Wahlfälschung und so, das ist alles ziemlich schwer überhaupt aufzuklären. Und da sind, um nochmal ganz unauffällig den Bogen zu schlagen, solche alternativen Medien wie Kontext TV sehr hilfreich. Also wenn ich hier bei Amy Goodman, die nochmal erwähnt werden sollte, weil sie, glaube ich, also Amy Goodman ist, soweit ich weiß, die einzige Journalistin auf der Welt, die je den alternativen Nobelpreis bekommen hat. Und die hat also immer wieder Fakten, die man nicht kennt, wenn sie hier zum Beispiel sagt, also dass die Amerikaner im Irak auch uranhaltige Munition verwendet haben, die eine Strahlkraft hat, offenbar bis heute, was, wenn man die Krebsrate nimmt, die so groß ist wie in Hiroshima, was mich auch überrascht. Ja, Fallujah war das vor allem. Fallujah, in Fallujah, ja. Ja, dann kann man eigentlich, was also die Friedensfrage betrifft, nur verzweifelt sein, wie der Zustand der Welt ist und muss besorgt sein. Chomsky sagt in eurem Buch, der Iran ist eine Obsession der USA. Die Bedrohung durch den Iran. Ja, ja, die angebliche Bedrohung durch den Iran und dass man da eingreifen müsste. Also es gibt so viel Herde in der Welt, da ist möglicherweise im Moment Russland noch nicht mal der allerglühendste, obwohl es schon auch sehr beunruhigend ist. Ja. Also wir sollen ja hier diskutieren, also insofern bin ich nicht immer der gleichen Meinung. Was jetzt Russland angeht, ich glaube, dass das Tragische war, dass man in den 90er Jahren, dass der Westen da sehr viel falsch gemacht hat. Also das fing schon damit an, dass man ja dann den Russen immer empfohlen hat, sie sollen auf Marktliberalismus setzen. Also da hat man so neoliberale Politikinstrumente empfohlen und dann wurden das Staatsvermögen wurde absurd privatisiert. Nicht? Das hat dann Putin ja zum Teil rückgängig gemacht. Da muss man auch sagen, also die Mittel, die Putin da eingesetzt hat, fand ich schwierig. Nicht? Das waren die Mittel einer Gewaltherrschaft, aber sozusagen das Ziel, dieses Staatsvermögen wieder in die eigenen Hände zu bekommen, der Regierung, war eigentlich richtig. So, das hat der Westen falsch gemacht. Man hätte auch Russland sehr viel stärker unterstützen müssen ökonomisch. Man hätte sehr viel mehr auf Abrüstung setzen müssen, das sehe ich auch alles. Was ich jetzt aber nicht teilen würde, ist zu sagen, dass Russland keine Diktatur ist. Also aus meiner Sicht wird die Opposition da gegängelt, das ist noch harmlos ausgedrückt, nicht? Die wird eigentlich in ihrer Arbeit komplett behindert. Wenn es freie Wahlen gäbe mit echten Oppositionellen und echten freien Medien, weiß man nicht, ob Putin noch durchkäme. Genau deswegen gibt es das ja alles dann nicht. Es gibt eine Geheimpolizei, also es gibt Straflager. Also ich würde jetzt davon abraten, so zu tun, als sei Russland eine Demokratie.
Bosnien sehe ich, oder Jugoslawien sehe ich auch anders, muss ich auch zugeben. Egal, wie man den Militäreinsatz da jetzt sieht. Die Bosniaken, also die muslimischen Einwohner von Bosnien, standen mit dem Rücken an der Wand. Und die wären umgebracht worden. So, das, glaube ich, sollte man jetzt auch nicht leugnen. Wofür ich aber zum Beispiel wäre, ist, dass man die ganzen jugoslawischen Reststaaten, die es noch gibt, alle in die EU integriert, so schnell wie es geht. Um diesen Konflikt, der ja weiter schwert, es ist ja nicht so, dass das Problem in Bosnien jetzt gelöst wäre, um das irgendwie möglichst zu entschärfen. Ich will da kurz nochmal einhaken, weil es werden manchmal auch da Themen durcheinander gebracht, weil die Frage, ob Russland jetzt eine Demokratie ist oder nicht, ist ja eine Frage und die, ob man... Ja, nun gut, aber wir wollten auch über das Friedensthema reden und ich glaube, unabhängig davon, was für wie man diese Regierung in Russland beurteilt, sollte es in unser aller Interesse liegen, dass wir keinen Atomkrieg haben und die führenden Atomwissenschaftler der Welt sagen seit einigen Jahren wieder, die Uhr steht auf 2:12, das war zuletzt bei der Zündung der ersten Wasserstoffbombe vor über 50 oder 60 Jahren der Fall, also es ist eine sehr kritische Situation und die natürlich auch mit dadurch herbeigeführt wurde, nicht allein. Aber natürlich, es expandiert, die NATO ist natürlich in Richtung russische Grenzen expandiert und das ist nicht unbedingt geeignet, Konflikte zu entschärfen, das muss man ja auch dazu sagen. Man muss auch sagen, das ist, um mal ein bisschen Hoffnung in diese Situation hineinzubringen, dass es ja einen UN-Vertrag zur sofortigen Abschaffung von Atomwaffen gibt, seit gut einem Jahr. So, nun ist aber die interessante Hintergrundgeschichte davon die, dass 122 Staaten initiativ das auf den Weg gebracht haben. Österreich war darunter, die ja nicht in der NATO sind. Und daraufhin erging dann ein Schreiben des Pentagons, das dann irgendwann geleakt wurde, an sämtliche NATO-Staaten. Und da stand drin, bitte verhandelt dort nicht mit. Was ein interessanter Vorgang ist, dass man überhaupt nicht mitverhandeln soll über die Abschaffung von Atomwaffen, was eine Überlebensfrage für die Menschheit ist. Und alle haben sich gebeugt, auch die deutsche Bundesregierung, nicht mal mitzuverhandeln, was ich einen Riesenskandal finde, kaum berichtet worden. Die einzigen, die überhaupt mitverhandelt haben, waren die Niederländer, die dann aber am Ende auch nicht unterschrieben haben. So, das ist die Situation. Natürlich weigern sich auch Russland, da mitzumachen. Die Atomstaaten insgesamt weigern sich. Aber ich finde, zumindest die Staaten, die keine Atombomben haben, wie Deutschland, sollten sich dafür engagieren, dass diese fürchterlichen Atomwaffen verschwinden und man genau diese Fehler, die nach 1990 begangen wurden, da wurde ja auch abgerüstet, aber das wurde irgendwann gestoppt und wieder aufgehört. Das heißt, da ist zumindest ein internationales Feld, das eröffnet worden ist, wo man vielleicht etwas tun kann und auch unsere Bundesregierung bewegen kann, dafür zu sorgen, dass die Atomwaffen, die in Deutschland auf unserem Boden stationiert sind, verschwinden und dass wir uns eben auch da nicht dem Wunsch der Amerikaner unbedingt beugen, an diesen Verhandlungen überhaupt nicht teilzunehmen. Vielleicht ist das ein Punkt, oder wenn jemand von euch noch was Dringendes sagen will. Daniela, du wolltest, glaube ich, noch mal. Naja, an sich ist das der Punkt, weil das eine allgemeine Einschätzung ist und weil das wirklich eigentlich der größte Skandal ist, dass alle NATO-Staaten überhaupt nicht mit sich reden lassen in diesem Punkt, was Atomwaffenabrüstung betrifft. Ich erinnere mich auch an eine Äußerung von Bush Senior 1992, der sowohl zu diesem Thema als auch zu den anderen sozialen Themen, die wir heute besprochen haben, einfach gesagt hat, unsere Lebensweise ist nicht verhandelbar. Und so benimmt sich auch die NATO. Bestimmte Dinge sind für sie nicht verhandelbar und die NATO ist offenbar auch kein Rechtssubjekt, was anklagbar ist. Das ist das nächste Problem. Was den Jugoslawienkrieg betrifft, das ist sehr speziell, das kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Ich kann nur sagen, ich bin völlig dagegen zu sagen, man musste diesen Krieg führen, weil sonst bestimmte Leute ermordet worden wären. Das ist eine Konstruktion. Wir sind über die Gründe dieses Krieges genauso belogen worden wie über die Gründe des Irakkrieges. Nur, dass im Irak das noch aufgedeckt wurde, während sich die Dinge in Jugoslawien bis heute nicht richtig aufgeklärt und durchgesetzt haben, wie man an der Handke-Debatte sah. Es gibt dazu ein ausführliches Kapitel in meinem Buch, deshalb will ich das jetzt hier nicht vertiefen, wir kommen da jetzt nicht auf einen Nenner, aber der eigentliche Punkt ist, dass die NATO, da kommt man überhaupt nicht ran, die verhandeln nicht, sie geben von ihrer Macht nichts ab und ja, da bin ich auch etwas ratlos, was da zu tun ist, wenn man einen so mächtigen Gegner gegenüber hat.
Ja, ich würde kurze gerne, Antwort. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee, dass man die Differenzen dann auch stehen lässt. Nicht? Das kann man jetzt ja hier gar nicht alles ausdiskutieren. Aber ich wollte noch mal, so, das fiel mir gerade ein, dass man dieses Friedensthema sehr gut zurückbinden kann an das Klimathema, aber anders, als man das nur normalerweise tut. Denn das Interessante ist, das hat sich ja eigentlich auch rumgesprochen schon, von diesem ganzen Klimawandel profitieren letztlich ja nur die wirklich nördlichen Regionen. Sprich Kanada und Russland. Und vor allen Dingen Russland, weil die sitzen ja sozusagen auf künftig auf dem einzigen wirklich nennenswert großen Gebiet, das man noch beackern kann. Ja, denn ganz Sibirien wird jetzt warm, nicht? Und da werden die Ackerflächen sein. Und das hat alles Russland. Und es gibt nur 120 Millionen Russen. Es gibt aber, das ist praktisch nichts. Also als ich das mal nachgeguckt habe, wie viele Russen es gab und festgestellt habe, es gibt nur 120 Millionen, war ich echt erschüttert. Das ist ja ein Riesengebiet, nicht? Russland agiert auch als Weltmacht, aber faktisch sind die ja nur, also haben die nur 150% der Einwohner von Deutschland. Ich war, also gut, das war mir gar nicht so klar, das war für mich echt ein echtes Aha-Erlebnis. So, jetzt stellen Sie sich mal vor, also ich glaube, dass man dieses, dass man den Klimawandel immer so in so als Extraschublade diskutiert und das ist gar nicht mehr angemessen. Also jetzt stellen Sie sich mal vor, die Erderwärmung geht ungebremst weiter und danach sieht es aus. So, dann sind die Gebiete China, Indien, Bangladesch, Afghanistan, Pakistan existenziell getroffen. Das sind also die Gebiete, die am ehesten zusammen mit Afrika und Australien schwer leiden werden. Ja, da ist doch abzusehen, dass diese Milliarden, die da wohnen, alle sich nach Norden bewegen. Weil nur da sind ja die Ackerflächen. Ich glaube, dass Russland innerhalb kürzester Zeit wird ganz neue Themen haben. Also was dann noch mit Amerika ist, wird die gar nicht mehr interessieren, weil ja der Druck kommt ja von unten aus Südasien. Und ich nehme mal an, dass das wird zum Teil auch friedlich verlaufen, also insofern, dass da einfach neue Ströme von Migranten einwandern. Aber das werden dann die Themen sein. Ich möchte ganz herzlich unseren Gästen danken, Ulrike Herrmann, Daniela Dahn. Vielen Dank, dass ihr hier wart.